Ein Loch im Dollar zu haben ist jetzt nicht unbedingt das Allerschlimmste. Muss man sagen, ein Loch im Schädel ist da beispielsweise schon wesentlich schlimmer. Aber Löcher im Schädel zu haben ist auch das, was ich ab und zu dem einen Labelchef ganz gerne unterstelle. So betrifft das vielleicht den einen oder anderen, der plötzlich auf die Idee kommt, ein Mediabook um 75 Euro auf den Markt zu werfen oder irgendwann einmal, nachdem er für über 30 Titel eine Reihe aufgebaut hat, plötzlich drauf kommt, hey, warte mal, ich vermarkte einfach die Mediabooks normal über ein anderes Label ohne diese Nummerierung um den normalen Preis und schlag auf die Teile aus der Reihe einfach brutal was drauf. Aber dann gibt es auch noch irgendwelche anderen fragwürdigen Entscheidungen. Wenn man beispielsweise bei einer Euro-Kult-Collection ist, könnte man sich fragen, ob jetzt natürlich Italo-Western nicht auch irgendwie ein Teil von Euro-Kult sind. Immerhin ist Italien in Europa und Italo-Western sind durchaus Kult. Aber lassen wir dieses Semantische hinterfragen. Wir haben ein Loch im Dollar jetzt halt von VCM nicht vom großen X bekommen. Dafür bekommen wir mit diesem Mediabook aber ein komplettes 4-Disc-Set. Der Film erscheint hier mit zwei Covermotiven. Mir persönlich hat diese Version besser gefallen. Außerdem hier schön gearbeitet mit eben diesem Lederlook und dieser Lederhaptik. Der Falz macht einen guten Eindruck. Schön präsent und groß diese Eindrücke hier auf dem Spine. Erinnert mich ein bisschen an die Western-VÖs von Explosiv. Außerdem haben wir dann hier auf dem Background Cover einerseits, beziehungsweise eine kleine Korrektur, VZ hat nur den Vertrieb von diesem Mediabook, eigentlich kommt das Teil zumindest laut Backcover von Silver Film Essen. Auch interessant. Auf jeden Fall haben wir da ein paar Bilder ganz nett ausgeschnitten, finde ich. Die Inhaltsangabe zwar einfach nur irgendwie hingeklatscht, auch die technischen Details werden Mauer irgendwie präsentiert. Dafür haben wir hier allerdings ein schickes Goodie. Das ist übrigens das alternative Covermotiv von diesem Mediabook. Aber wir bekommen neben dem Film Ein Loch im Dollar noch zwei weitere Filme als Bonusfilme auf DVD. Das heißt, auf der linken Seite haben wir die beiden Discs zu Ein Loch im Dollar, jeweils eines der beiden möglichen Mediabook-Covermotive ist hier auf der Disc aufgedruckt. Das gefällt mir gut. Sehr gut gefällt mir auch die Tatsache, dass hier auf dem Booklet vorne das andere Cover drauf ist, das ich eben nicht vorne auf dem Mediabook an sich habe. Und dann eben auf der rechten Seite starten wir durch mit einerseits der DVD zu Adios Gringo und andererseits der DVD zu Für drei lumpige Dollar. Jeweils meiner Meinung nach wirklich schön bedruckt mit einem frisch und kräftig aussehenden gezeichneten Motiv. Außerdem habe ich sogar nachgeschaut, weil ich irgendwie dem Release nicht ganz getraut habe, aber es dürften die beiden Bonusfilme tatsächlich den ungekürzten Fassungen entsprechen und nicht den geschnittenen Versionen, wie sie damals von Starlight auf DVD erschienen sind. Im Inneren haben wir ein, kann man eigentlich sagen, durchgehendes Artwork. Auf der rechten Seite halt wieder genau das, was wir als Frontcover schon einmal hatten. Das ist eher billig, aber dafür finde ich hier einen netten Gegenspieler auf der anderen Seite, wobei man, finde ich, relativ deutlich merkt, wie hier der Übergang zwischen diesen Bildern gemacht wurde. Da sieht man schon das Artwork von der nächsten Seite durchgehen und da ist mehr oder weniger ein Restl vom Artwork von der Vorseite. Das nenne ich nicht Übergang. Also, das ist nicht ganz so fein, aber ganz ehrlich,
Ich glaube, diejenigen, die mich kennen, wissen, wenn ich anfange, bei der Vorstellung von einem Mediabook von derartigen Kleinigkeiten zu sprechen, dann heißt das ja im Grunde genommen nicht mehr, als dass ich mit dem Release grundsätzlich sehr, sehr zufrieden bin, weil wenn das das Einzige ist, bei dem man irgendwie meckern kann oder wo es irgendwas auszusetzen gibt, dann ist das ja sogar eine wirklich, wirklich feine Sache. Das Booklet ist auch bei diesem Mediabook genäht. Hier haben wir zum Beispiel das alternative Cover Artwork, das eben auch hier dann drinnen verwendet wird im Innenartwork. Hier haben wir einen der wahrscheinlich schielendsten Western-Darsteller aller Zeiten. Bist du Depp, der Typ trifft weniger als eine Sturmtruppe nach zwei Flaschen Whisky. Auch hier mit einigen Informationen über den Film, mit Bildern aus dem Film, sehr vielen Bildern aus dem Film, weiteren Bildern aus dem Film, noch mehr Bildern aus dem Film, ach ja, Bilder aus dem Film und hier ein vergrößertes Bild aus dem Film. Aber den Text, der tatsächlich seinen Weg in das Booklet gefunden hat, hat wieder einmal mein geschätzter Kollege Nando Rona geschrieben. Liebe Grüße an der Stelle. Aber insgesamt muss ich sagen, für den normalen Mediabook-Preis, den man für diesen Release bezahlt, ist die Tatsache, dass man ein 4-Disc-Mediabook mit zwei Bonusfilmen bekommt, eigentlich ein richtig guter Deal.